Seit Montag lädt die Lausitzer Rundschau ihre Leser zu einer mehr als einmonatigen Jubiläumstour ein. In 13 Städten, überall dort, wo die Rundschau für Sie mit einer Lokalredaktion vertreten ist, steigen bunte und fröhliche Jubiläumspartys anlässlich des 65-jährigen Bestehens ihrer Heimatzeitung. Der große Truck machte am Montag in Finsterwalde Station, der Stadt der Sänger. Dass diese ihren Beinamen völlig zurecht trägt, stellten die Finsterwalder bei der Stadtwette unter Beweis. Mindestens 65 Gäste sollten auf dem Marktplatz ihrer Stadt ein Ständchen bringen und lauthals anstimmen: Wir sind die Sänger aus Finsterwalde. Dabei hatte die Rundschau gewettet, dass Bürgermeister Jörg Gampe es nicht schaffen wird, so viele Sangeslustige auf den Markt zu locken. Doch die Finsterwalder bestanden die Aufgabe mit Bravour. Deutlich mehr als die verlangten 65 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder schmetterten die Hymne ihrer Stadt und pfeifen damit dem Verein Jugend mischt mit zu einer Finanzspritze von 250 Euro. Geld, das der Verein für seine weiteren Projekte gut gebrauchen kann. Strahlendes Frühlingswetter und die gut aufgelegte Band Last Generation sorgten für perfekte Rahmenbedingungen der 3-Stunden-Veranstaltung. Doch nicht nur Jubel, Trubel und Heiterkeit bestimmten das Programm. Die Rundschau griff mit ihrer Podiumsdiskussion auch ein heißes kommunalpolitisches Thema auf. Finsterwalde 2020, Bauvorhaben mit Vor- und Nachteilen. Deskchef Jan Siegel moderierte das Streitgespräch zwischen Bürgermeister Jörg Gampe und dem Stadtverordneten Manfred Fröschke. Dabei wurde klar, beide setzen sich mit Leidenschaft für die Zukunft ihrer Stadt ein, doch die Wege, die dafür aus Sicht der beiden Kommunalpolitiker zu bestreiten sind, unterscheiden sich voneinander. Die Line-Dancer aus Tröbitz, Entertainer Jonas Gallin und zu guter Letzt wieder die Band Last Generation sorgten nach diesem Ausflug in die kommunalpolitische Streitkultur für ein buntes Finale unserer Auftaktveranstaltung.